Hallo? Heute werden wir uns den von der NATO an die Ukraine gelieferten unbemannten Geländewagen Themis ansehen. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, Sie meinen Kanal abonnieren und die Videos liken können, um mich zu unterstützen. Los geht's! Im Bereich der bewaffneten Roboter entwickeln viele Unternehmen unbemannte bewaffnete Systeme. Diese Themis-Plattform wurde von dem estnischen Unternehmen Milrem Robotics entwickelt und hergestellt. Themis steht für Tracked Hybrid Modular Infantry System, was Modulars Hybrid-Kettenfahrzeug-Infanteriesystem bedeutet. Milrems Geräte werden mit verschiedenen Fernsteuerungsoptionen und autonomen Funktionen ergänzt. Diese umfassen die Navigation zu Zwischenzielen, die Gebietsnavigation zur Deaktivierung improvisierter Sprengvorrichtungen sowie Such- und Rettungsaufgaben, Fahrerassistenz und Zeitmodi. Für die intelligente Routenplanung stehen Funktionen zur Verfügung, mit denen Sichtsektoren, Funkreichweite und Geländetyp gesteuert werden können, um den Weg des DMM zu optimieren. Themis, Thermal Hazardous Environments Multipurpose Integrated Sensor, ist ein unbemanntes Bodenfahrzeug, Unmanned Ground Vehicle, das für den Einsatz in thermisch gefährlichen Umgebungen entwickelt wurde. Themis UGV verfügt über eine Reihe von Funktionen, um in gefährlichen oder anspruchsvollen Bedingungen arbeiten zu können. Hier sind detaillierte Informationen über Themis UGV. Design und Gehäuse: Themis UGV ist ein sechsrädriges Fahrzeug mit robustem Aluminiumgehäuse. Das Design des Gehäuses zielt auf Strapazierfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bedingungen ab. Es ist auch wasser- und staubdicht, um in allen Wetterbedingungen arbeiten zu können. Bewegung und Navigation: Themis ist mit einem Allradantriebssystem ausgestattet und verfügt über eine gute Manövrierfähigkeit, auch in unebenem Gelände. Zur Navigation werden Sensoren wie GPS und Laserscanner verwendet. Kommunikation und Steuerung: Themis UGV ist ein ferngesteuertes Fahrzeug, das vom Bediener aus der Ferne gesteuert wird. Die Steuerung und Kommunikation erfolgen über eine zuverlässige drahtlose Verbindung. Dadurch kann der Bediener den Zustand des Fahrzeugs und die Daten von den Sensoren in Echtzeit empfangen. Sensoren: Themis ist mit verschiedenen Sensoren wie Wärmebildkameras, Gassensoren, Strahlungssensoren und chemischen Sensoren ausgestattet. Diese Sensoren werden zur Erkennung gefährlicher Stoffe und zur Bedrohungsanalyse in gefährlichen Umgebungen eingesetzt. Aufgaben und Anwendungen: Das Hauptziel von Themis UGV besteht darin, Erkundungs-, Detektions- und Diagnoseaufgaben in gefährlichen Umgebungen durchzuführen. Es kann insbesondere in nuklearen Kraftwerken, chemischen Anlagen, Brandgebieten oder zur Detektion von Sprengstoffen in gefährlichen oder anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Themis UGV kann gefährliche Aufgaben übernehmen und anstelle von Menschen in gefährlichen Umgebungen arbeiten, um die Gesundheit und Sicherheit von Menschen zu schützen. Eigenschaften: Themis UGV verfügt über folgende Eigenschaften: hohe Zugkraft und Manövrierfähigkeit, automatische oder manuelle Steuerungsoption, Echtzeitverarbeitung und Analyse von Sensordaten, empfindliche Sensoren zur Erkennung gefährlicher Stoffe, Fähigkeit zur Hinderniserkennung und Überwindung. Das estnische Unternehmen stellt Kunden ein weiteres nützliches Tool zur Verfügung: DIBS, Digital Infantry Battlefield Solution. Es wurde gemeinsam mit Militärexperten entwickelt, um das Potenzial mobiler Bodenroboter im Kampfeinsatz sowohl als einzelne Plattform als auch als Teil einer Gruppe sowie bei der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern zu demonstrieren, fügte Norma hinzu. DIBS arbeitet als eine Art Kampflabor, in dem sie verstehen, wie sie DUMS einsetzen, um die Flotte solcher Geräte optimal zu nutzen und die Erfüllung der Aufgabe herausfinden. Das estnische Unternehmen hat seine Plattform mehreren Partnern zur Verfügung gestellt, die ihre Systeme darauf installiert haben. Das Unternehmen Singapore Technologies Engineering hat eine Vereinbarung in 2016 ja unterzeichnet. Themis verwenden als Basis für eine Reihe von möglichen Produkten und hat einen ferngesteuerte Waffe-Modul, DMV, ADA, bewaffneten 12,7 mm Maschinengewehr oder 40 mm automatische Granatwerfer etabliert. Auf der IDEX 2017 präsentierten Milrem und IGG Aselsan Themis,
das mit einem von der türkischen Aselsan entwickelten Saab Duma ausgestattet war. Während ein estnisches Unternehmen einen Monat später eine Zusammenarbeit mit Kongsberg und Kinetico North America bei der Installation des Protector-Moduls auf dem DMM ankündigte, wird QNA in diesem Fall ein Managementsystem bereitstellen. Auf der Eurosatory 2018 Messegesellschaft Nexta zeigte Orzio, H20, Kombination Themis-Roboter mit seinem ferngesteuerten Modul ARX 2020 mit Waffen-MM-Kanone. Dies war der erste Versuch, mittelgroße Waffen auf diesem DUM zu installieren. Die ARX 20 ist mit einer 20621-Kanone für ein 20x102mm Projektil und einem optionalen Doppel 7,62mm Maschinengewehr FN Mark 58 ausgerüstet. Themis ist eine selbstfahrende Raupenplattform mit einem hohen Maß an Autonomie. Auf einem solchen Chassis können verschiedene Nutzlasten montiert werden, von Frachtplattformen bis hin zu Kampfmodulen. Das Themis-Chassis ist auf der Basis von zwei seitlich gepanzerten Rümpfen mit Raupenpropellern aufgebaut, zwischen denen sich eine Plattform für die Ziellast befindet. Das Produkt ist mit einem Hybridkraftwerk ausgestattet, das einen unbekannten Dieselmotortyp, eine Batterie und Traktionsmotoren umfasst. Fahrgestellschienen decken Seitenrümpfe ab, darüber befinden sich leichte Regale mit der Möglichkeit, die erforderlichen Werkzeuge zu montieren. Themis hat eine Länge von 2,4 Meter bei einer Breite von 2 Meter und einer Höhe von 1,15 Meter. Das Leergewicht beträgt 16,35 Kilogramm. Die normale Tragfähigkeit ist mit 750 Kilogramm definiert, maximal 1200 Kilogramm. Das Fahrwerk kann Geschwindigkeiten bis zu 20 Kilometern pro Stunde erreichen. Die Nutzung aller Aggregate des Kraftwerks gewährleistet einen Betrieb von 15 Stunden, Batterien halten 90 Minuten. Arbeiten ohne Diesel. Bei der Installation bestimmter Verbraucher reduziert sich die Betriebszeit entsprechend ihres Energieverbrauchs. Über den Auftritt in der Ukraine der Roboter Themis wurde Anfang September aus ukrainischen Quellen bekannt. Es werden einige Informationen über den Kauf solcher Geräte und Pläne für deren weiteren Betrieb gegeben. Außerdem wurden die ersten Fotos von der ukrainischen Basis, an die die Ausrüstung geliefert wurde, veröffentlicht. Das erste Themis RTK wurde in der Konfiguration einer ferngesteuerten, autonomen Transportplattform ausgeliefert. Informationen über das Erscheinen von Themis in der Kampfzone sind noch nicht eingegangen. Es ist möglich, dass ukrainische Bediener ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben und noch nicht bereit sind, solche Geräte an vorderster Front einzusetzen. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die Verantwortlichen es nicht eilig haben, diesen RTK an die Front zu schicken, weil sie ihn keinen Risiken aussetzen wollen. Danke, dass Sie das Video bis zum Ende geschaut haben. Bis zum nächsten Review-Video. Auf Wiedersehen.